Hallo, liebe Freunde. Heute machen wir in unserer Fastfood-Reihe mal einen Flug in einem Helikopter der tschechischen Armee, einer Hind-Mi-24D, über syrisches Gebiet. Wir haben dort eine Kontrollfunktion auszuführen, um den IS zu überwachen. Ihr könnt oberhalb meines Kopfes Steuerelemente sehen von meinem Warthog Hot S. Und ich habe den Schubhebel so programmiert, dass er für mich als Collective dient. Wenn ich ihn also anziehe, ziehe ich den Collective hoch wie im richtigen Hubschrauber und drücke ihn auch nach unten. Der andere Griff ist natürlich der Cyclic Stick, wie überall. Nicht zu sehen ist, unter meinem Tisch befinden sich noch Ruderpedale für die Seitensteuerung. So, viel Vergnügen, es geht los. Och, Gaijin, lass doch mal die Türen zu, bis ich das sage. So, wir befinden uns hier in einem Hind-Hubschrauber, der Mi-24D, und haben einen Auftrag als neutrale Beobachter in Syrien, ein Dorf zu überwachen oder eine Kleinstadt, die stark vom IS besetzt und umkämpft ist. Dann mal los. Unser Auftrag lautet nur beobachten und Reports erstellen, aber nicht direkt in Kampfhandlungen eingreifen. Es sei denn, wir werden massiv unter Beschuss genommen. So, Fahrwerk ist rein. Hoffe ich, jawohl, fährt rein. Und vor uns liegt schon die kleine Stadt. Die Zahlen hier eingespiegelt sagen 62 Stundenkilometer und hier habe ich 100 auf meinem Tacho. Im Instrumentenbrett, irgendwas stimmt da nicht. Indicated Airspeed, True Airspeed oder was ist was. Egal, wir werden uns durchwursteln. So, fangen wir mal mit der Kontrolle der Kleinstadt an. Fliegen wir erstmal zu den Ölfeldern, ob dort noch alles reibungslos läuft. Die Abfackelanlage läuft noch und auch die kleinen Pumpen. Oh, wir werden stark beschossen. Ich werde mal den ausweichen. Die Öltanks scheinen auch noch okay zu sein. Ich sehe jetzt nicht
feindliche Bewegung, aber man hat uns ja beschossen. Die Moschee scheint auch noch intakt zu sein. Oder das Einzige, was hier intakt ist. Voller Lautsprecher für den Muezzin. Die Häuser sind erbarmungswürdig und man glaubt kaum, dass hier noch Menschen leben. Noch lässt sich der Hubschrauber gut steuern. Irgendwelche Scharfschützen haben es sicher darauf angelegt, uns vom Himmel zu holen. Nochmal die Ölfelder mit der Pumpe. Alles scheint gut zu sein. Dort ist weißer Rauch. Ein strategischer Punkt. Gut. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob der Hubschrauber Schäden wegbekommen hat. Noch ist die Steuerung okay. Ich werde am besten mal den heimischen Heliport anfliegen und auf Schäden überprüfen lassen. Meine Fast-Food-Flüge sollen ja auch nicht zu lange dauern, sondern ich genieße es einfach, eine neue Map zu erkunden und ein fliegerisches Erlebnis zu haben. Ich glaube, ich werde dem Kommandanten Meldung machen, dass es doch nicht so ruhig ist in der Stadt wie angenommen und wir vielleicht mal die Russen oder Assads Regierung darüber informieren, dass der IS noch sehr aktiv ist. So. Dann können wir unser Fahrwerk schon mal rausnehmen. Jawohl. Scheint noch zu funktionieren. Wollen wir mal landen. Gaijin kotzt mich an mit den Türen. So, jetzt haben wir ihn
Das Fahrwerk scheint es noch zu tragen. Alles gut. Dann können wir mal die Triebwerke runterfahren. So, und das jetzt mache ich die Türen auf. Da dachte wohl jemand, ich wollte nur aufladen. Nein, ich will hier den Hubschrauber abstellen. Endlich mal ein Cockpit, was besser ist als Placeholder. Ich hoffe ja sehr, dass die Hubschrauber doch noch etwas Besseres verdienen als die Bomber. Da bricht mir immer das Herz, wenn ich damit fliege und den Schrott vorgesetzt kriege. So, nun können wir die Türen aufmachen und aussteigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Fast Food, euer BK.